Du hast auch einen Cube, du kannst weitermachen mit Witchery. Ja, das werde ich mich auf jeden Fall, ich muss fürs nächste Mal das nochmal anschauen. Boah, ehrlich, wenn ich etwas in diesem Projekt gelernt habe, dann ist dran unglaublich viel lügt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Drifter. Mit dabei sind Guru bei und Nefias. Hallo. Hallo, Folge 100. Folge 100? Yeah, Jubiläum. Wir machen nichts Besonderes. Wir fliegen in der Gegend rum und suchen Monster, oder ich zumindest. Doch, wir machen Jubiläum. Die roten Monster waren gut, ne? Ja. Ja. Was ist das? Ist das gut? Gott, hier in der Nacht sind gerade ganz viele normale Minecraft-Monster. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Ja, das ist voll uncool. Voll uncool. Jetzt ist die Frage, ist der Wizard so gepatcht worden, dass der überhaupt nicht in so einem Raum bleiben kann? Oder ist der einfach nur zu klein gewesen? Ich hoffe, der war nur zu... Oh, schon wieder so ein Kopf, der hier schießt. Oh, wo ist der? Der geht mir um den Sack. Oh, zwei Köpfe über unserem Dorf hier. Alleine über unserem Dorf. Über unseren drei Hütten. Es sind vier, ja? Mob die Schmelze nicht weg. Ja, stimmt. Die Schmelze mit. Das brauche ich nicht. Ja. Was ist hier los? Warum sind hier so viele Monster? So, ja, jetzt sehe ich ja mal die ganzen Auren. Ja, Blutmond. Kann ich die abziehen mit dem Stab? Was kannst du? Die Auren einziehen mit dem Stab, ja, ne? Du kannst den Stab da ein bisschen mit aufladen, ja. Nicht aufgeladen jetzt. Du meinst die Nodes, diese Punkte, ne? Genau. Ja. Der hat halt 1000, der hält halt eigentlich ewig. Alter. Aber zwischendurch aufladen ist schon nicht verkehrt. Ich bin fast leer. Ich weiß ja nicht, was du damit alles machst. Alles ausprobieren, was soll kommen. Gleich ist er leer. Und dann braucht er wieder 5 hier. Wenn der komplett leer ist, braucht er echt ewig, bis der wieder voll ist. Das ist ja uncool. Creeper-Herz. Ja, kann der Kunde gebrauchen. Ich glaube, hauptsächlich werde ich den Zauberstab zum nach Hause teleportieren benutzen. Das ist halt mega praktisch. Oh, ja. Ein Runic-Schildring. Nice. Uhr haben wir 3.55 Uhr. Voll der hässliche Kasten, aber das ist jetzt erstmal nur ein Prototyp. Irgendwie werden die NPCs hier gerade von Zombies belagert. Von Zombie? Das hier. Pechstalker, geh mal weg. Der alte Belagerer. Alter, sind hier viele Monster unterwegs. Ich weiß auch nicht, was mit uns war. Ein Headless Hunter. Rennt ganz schön kopflos durch die Gegend, oder? Muss doch nicht gleich deinen Kopf verlieren. Ich glaube. Shit, ich glaube, es gab eine Welt, in der man das farmen konnte. Das was denn? Die XP. Ja, jede Welt wahrscheinlich. Nee. Alle sind da ja gar nicht zu gebrauchen für. Ich meine, ich glaube, die. Ach, schade. Was seid ihr? Kann ich euch hauen? Ja, kann ich. Nice. Kann man auch den Tag überschlafen und die Nacht? Das geht als Vampir. Oder als Werwolf? Als Vampir wahrscheinlich. Nice. Da ist alles ein bisschen andersrum. Okay, euch brauche ich nicht. Ey, die ganzen Zombies, was soll das hier? Kommen die her? Kann ich dich hauen? Zombies sind ja langweilig. Ja, richtig. Warum hau ich die mal mit dem Cleaver kaputt und jetzt habe ich schon wieder Zombie-Köpfe im Inventar? Warum machst du denn noch sowas? Ja, weil der mehr Schaden macht. Ich bin schon wieder voll. Hast ja noch die Ender Rift und die Tasche, also Taschen haben wir genug. Hab immer noch ein Lava-Loch gefunden. Kann ich mich reinstellen und das verbrennen? Genau, einfach reinstellen. Stimmt! Das ist natürlich jetzt auch geil. Aber Gegner. Schmeiß nicht die falschen Sachen raus. Test Nummer 2. Hm.
Was war das für ein Geräusch? Es will Wither. Jetzt ist er im Raum geblieben, jetzt ist er groß genug, jetzt haben wir den in so einem engen Raum drin. Toll, was würdest du denn sagen, wenn ich dich in so einen engen Raum reinstecke? Nein. Ja, 100 Folgen Drifter, ne? Geht schnell, wa? Geht schnell. Wann ist eigentlich Ende? Bis uns ein neues Projekt einfällt. Engineers 2.0. Ja, dann müssen wir mal gucken. Wieder nächstes Mal so ein Technikprojekt wäre schon wieder was Schönes, ne? Ja. Können die Leute ja mal in die Kommentare schreiben, was sie davon halten. Total scheiße, ich finde so. Außerdem habt ihr das Modpack hier noch gar nicht richtig ausprobiert. Haben wir auch nicht. Noch sind wir ja auch nicht fertig. Nee. So, ich gucke jetzt einmal ganz kurz in die YouTube-Kommentare. Weil ich glaube, Cassiopeia hatte mir das geschrieben. Wo man leveln kann. Grundsätzlich haben wir immer gesagt, es kommt immer ein Projekt von uns und dann kommt so ein Troubletown-Projekt. Also machen wir das hier noch ein bisschen länger. Hier ist, glaube ich, irgendwo im Kopf. Nein, das war der Wizard-Kun dran. So. Ach, da seid ihr drin. Grüß Gott. Hallo. Na? Hi. Jetzt hast du mir den Cube geklaut. Du hast auch einen Cube. Ja, ich hab schon. Du hast ein Inventar voll. Du hast auch einen Cube. Du kannst weitermachen mit Witchery. Ja, das werde ich mich auf jeden Fall. Ich muss fürs nächste Mal das nochmal anschauen. Boah, ehrlich, wenn ich etwas in diesem Projekt gelernt habe, dann ist dran unglaublich viel Lüge. Ich hatte mich vorbereitet und habe ich gemerkt, okay, scheiße, ich muss dafür einen Wizard töten. Ja, haben wir jetzt. Ja, und jetzt kann ich mich fürs nächste Mal aufnehmen, darauf vorbereiten, Vampir, Werwolf zu werden. Allerdings mit dieser geilen Rüstung, ich weiß nicht wie. Aber der Werwolf macht halt auch übel Schaden, ne? Ja, deswegen werde ich mich ja auch verwandeln. Ne? Und nächstes Mal kannst du nicht, weil da war Silvester. Ist doch schon vorbei. Ja, bei. Oh, stimmt, nach Haven kann man natürlich jetzt nochmal gehen. Aua, was ist das? Was macht mir hier gerade Schaden? Nach Haven? Achso, nach Haven. So. Ich bin jetzt Level 16. Was habe ich jetzt gerade in der. Was habe ich in der Lunchbox, das mir Hunger macht? Oh, da sind Zombie Brains drin. Okay. Wer sind die Typen denn hier? Das sind Thumbcraft. Das sind hier so komische Typen, die hier so ein Dings anbeten und die haben zwei Knights dabei. Ja, das ist der Crimson-Kult. Soll ich die Knights töten? Kannst du machen. Ich brauche die nicht mehr, aber. Wenn du Spaß dran hast. Darfst du einen ankommen, drei jetzt. Ja, eben, die können auch zaubern und so, muss aufpassen. Die sind ein bisschen evil, aber mit der Rüstung hält's ja schon aus. Die musste ich halt farmen, von denen habe ich jetzt auch eine Ritterrüstung bei mir im Keller stehen und die Robe auch von den Alchemisten Zauberer. Die Alchemisten hier, die Typen? Ja, die Zauberer, die in der Robe sind, ne? Ja. Die können halt, die musste ich farmen, weil die können ein Crimson-Buch droppen. Habe ich das hier? Das kann Kunran sich. So, jetzt mal Schluss hier mit eurem perversen Spielchen. Können wir eigentlich mal gucken, ob ihr das auch lesen könnt. Oder ob ihr euch das selbst fahren müsstet. Oh, nee, ich befürchte irgendwie. Das steht doch nicht in den Kommentaren. Bist du noch in dem Kasten drin? Ich bin noch in dem Kasten drin. Ja, nimm mal das Buch und guck mal, ob du das lesen kannst. Achso, erstmal das Inventar wieder voll, warte. Kann ich die Kultbanner mitnehmen? Ja. Mach mir mal einen eigenen Kult. So, jetzt soll ich gucken, ob ich das lesen kann. Ja, hast du gelesen, ich hab's gehört. Achso, das mal. Ja, ja. Ja, gut, dann braucht das gar nicht jeder Farm, dann kannst du meins lesen einfach. Hast du neue Sachen freigeschaltet, aber nice. Mach die ja gerade. Hat es eigentlich wahrscheinlich nie brauchen. Ich habe einen Goldcoin bekommen. Nice. Macht er? Towncraft-Kram, ne? Cosmic Cult Boots. Gibt's auch schon bessere, wa? Ja, ja, oh, also die Rüstung, die wir haben, wirst du jetzt gerade, glaube ich, nichts Besseres finden. Haben wir schon im Abyss? Nee. Deswegen liege ich das ja noch oben. Ich meine, ob wir schon im Abyss Store waren. Genau, waren wir schon im Abyss Store? Nee, willst weil ich habe da gerade Ramstones gefunden. Oh, ja, davon habe ich auch ohne Ende. Das ist, wenn du die Blutmonster killst hier, dann kriegst okay. du die. Denk ach, mal, das war das, was du gesagt hattest. Wird auch so eine Welt sein, denke ich mal. Ist gerade keiner im Portal, oder? Nee, ich bin ach, zu Hause, Scheiße, Goro. Haben wir nur noch einen. Haven? Ja, Haven. Dann mache ich das jetzt nicht auf. Nee, bist du sicher, dass wir nur einen haben? Also hier liegt nur einer. Haven haben wir nur einen. Ich weiß aber auch nicht, wo wir den her hatten.
Den hatten wir aus einer anderen Dimension. Wahrscheinlich, ja. Ich habe doch eben einen gekriegt. Ich habe übrigens zwei Goldcoins und. Achso. Warte mal. Ich meine, ich hätte einen gekriegt. Hier, wenn du noch einen hast, dann würde ich da mal gerade nochmal einfach reingehen und gucken. Geh doch einfach mal rein. Ja, aber wir brauchen den ja nicht zumachen dann. Ja, wollen wir uns die anderen Welten nicht noch angucken demnächst? Ja, dann, wir finden den schon irgendwie wieder. Wir haben den eh nur einmal. Na gut. Wir haben den vorher ja auch schon irgendwie gefunden. Wir haben den vorher auch schon gefunden. Komm mit, Konrad. Das ist natürlich jetzt hier echt praktisch mit dem Fliegen. Ja, weil du nicht mehr runterfallen kannst. Richtig, man muss keine Angst mehr haben, hier irgendwo runterzufallen, weil... Ah, helfen war die mit den komischen Dingern, die dich so hochfetzen, ja, ne? Das ist jetzt die Frage, können die das... Wo haben wir denn mal so einen Engel? Erstmal Waypoint setzen, habe ich. Ja, stimmt, das muss man ja immer neu machen. So. Nee, bei mir ist das noch drin. Echt? Oh. Da waren jetzt Villager-Dörfer, die mit Mauern betingst. Gibt's doch, haben wir doch direkt nebenan, haben wir doch eins. Ja. Da haben wir doch gestartet. Kannst du mich jetzt noch tragen? Mit Mauern? Ja. Ja, die können einen immer noch hochtragen. Die drücken einen hoch, aber man fliegt nicht mehr so krass nach oben. Man muss da so gegenschiften. Ach, ich will doch den daneben hauen. Dem will ich eigentlich gar nichts tun. So. Achso, und diese Pixies, die man hier hat, da muss man irgendwie das mit der Schüssel leveln. Wurde mir in die Kommentare geschrieben. Ah, man kann das ist auch nochmal ein Aufleveln. Da musst du die normalen Pixies in der Welt... Oh, ich habe so einen Altar gefunden irgendwie. Was? Ich habe irgendwie was gefunden hier. Ach, das ist Kundan. Ich hätte dich fast gehauen, Alter. Nee, bitte nicht. Ich taube mich jetzt einfach mal nach Hause und komm dann zu euch. Hier ist so ein Ding. Da unten, siehst du? Da? Ah ja. Das hier? Wer steht da daneben? Da sitzt das? Einer drauf. Wer ist das? Twinkling Lotto Man. Der will die Heaven Gems haben und dann ist ein Purple Punisher Totem. Giga Cannon Totem. Was ist das? Magic Repair Dust für Gold Coins. Okay. Er will kranken Scheiß haben. Ja, das wäre ja auf jeden Fall mal was Neues. Witzig. Soll ich was mitnehmen oder passt das alles? Guck mal, ob wir hier die Haven Games haben. Ich hab 3 Stück. Ich hab jetzt gerade einen. Von Alter, ich komm da nicht dran. Du musst dagegen shiften. Das ging mit dem eben irgendwie nicht. Wie viele Haven Games brauchen wir denn? Ja, bring mal alle mit, die wir haben. Ich hab 19. Ja, das ist gut, damit kann man zumindest schon mal so viel kaufen. 2 Sachen holen. Ich komm zu euch, warte. Ich hab Leletia Wormstones bekommen. Wo seid ihr denn? Warte, ich komm zum Portal und ich hol dich ab. Da. Huch. Bin so weit geflogen? Es geht schnell. Hier gerade auf Fresse von so einem Vogelfieh. Warte mal. Da bist du. Siehst du mich? Was bist du? Achso, die Dinger ziehen einen, glaube ich, einfach an. Oh, hier ist eine Slime-Insel. In der Welt gibt es Slime-Inseln. Du Schaden gekriegt hast von meinem Feuer. Hier ist ein Einhorn. Was ist das denn hier? Boah. Dass der da einen zu sich hinzieht. Ja, hab's gemerkt. Okay, ist Einhorn. Ein Einhorn? Ja. Ist aber auch böse. Falls du auf mich zurennen und ist dann den Berg runtergefallen. Nein, nicht in den Abgrund, ich will dich hauen vorher. Auch wenn ich dich nicht hauen. Da ist dieser Lotto-Mann hier, den wir gefunden haben. Hier. Boah, die Welt baut sich nicht mehr auf. Hier. Fall nicht runter! Oh, Alter. Alter! Ich sehe ihn nur runterfallen. Das war ganz schön knapp. Wir kaufen ein Purple Punisher Totem und ein Giga Cannon Totem. Alles klar. Ein Purple Punisher Totem. Und ein Giga Punisher Totem. Hier ist auch wieder so ein komisches. Und jetzt? So ein, keine Ahnung, haben wir die mal und nehmen so die mal mit nach Hause und gucken, was wir damit machen können. Okay. Wo bist du jetzt hingeflogen, Kundan? Warte. Ich bin. Richtung Osten? Sein. Ja. Ah, ich seh dich. Die Welt baut sie nie auf, dann konnte ich dich durch die Wand sehen. Ja. Naja. Erstmal die Welt chillen lassen jetzt hier. Ja, viel passiert ja nicht, das ist ja... Hatten wir uns hier durch den Boden... Was ist das denn da? Das ist das Einhorn. Ist hier noch eins? Eins hat das getötet. Hat so Pixies um sich rum. Ja, genau. Ein Rainicorn heißt das.
Jetzt ist tot. Hast du coole Sachen gedroppt? Nö, nur Heaven Gems. Stimmt, ich hab da jetzt auch nochmal 13 von. Hatten wir uns hier mal reingebuddelt? Ja, ne? Du hattest dich mal reingebuddelt, ja. Alter, eben diese kleinen Dinger nerven. Geben die nicht auch Level hier, die Viecher? Aber hier gab's nichts in der Erde, glaube ich. Weil ich krieg keine Mikrowellengeräusche. Ne. Nee, ich. Nee. Boah, die Viecher nerven hier, die kleinen Geister. Kann man hier durchfliegen, ja. Nutzt gerade die ganze Zeit den Cleaver, weil der halt echt Schaden macht und bei mir mega schnell ist. Ich weiß nicht warum, weil ich Haste hab. Hast du Auge mehr Kunden dran? Ja. Du haust jetzt mit dem Cleaver viel schneller zu, weil wir Haste haben. Und jetzt ist der Cleaver voll krass eigentlich. Ich finde den so eigentlich auch ganz. Ich fand den davor ja, aber so ist der immer so langsam, weißt du? Ach, hier schon wieder. Ich hab den Rape hier, ja, super zufrieden. Der Rape hier ist auch gut. Wer ist er denn hier? Das ist der Rüstungsmann aus der Welt hier. Alter, jetzt macht mir aber doch irgendwas Schaden. Aber man kriegt keine Level von den Monstern hier. Nee. Nee, leider nicht. Ordentlich geklatscht, aber muss man nichts lassen. Ja, müssten wir dann. Wir sollten, glaube ich, einfach mal in die Welt gehen, die diese Dinger droppen. Oh nein. Also, die ich auch eben bekommen habe. Weil, wenn die schon von diesen Blutviechern gedroppt werden, dann wird es da wahrscheinlich auch Level geben. Dann ja, wahrscheinlich. Wird es da wahrscheinlich Level geben, sagt Kondran. Könnte auch die erste Welt sein, wo man wahrscheinlich rein soll oder so. Leute, aber das testen wir nächste Folge. Ich fliege einfach gerade schon mal zum Portal. Wir gehen nämlich jetzt erstmal wieder offline. Hä? Wolltest du noch eine machen? Was? Doch, doch. Aber wir so, machen erstmal hier Cut. Ja, ja, das. Also. Boah, wie schnell man fliegt. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao. Tschüss.